Bevor ich euch über A Quiet Place 2 berichte, kurz die Beantwortung einer Leserinnenfrage. Ja, meine Brüste sind echt. Kommen wir zu A Quiet Place 2. Wie der Name schon suggeriert, gab es einen ersten Teil und der war wirklich Bombe gewesen. Kann man gar nicht anders sagen. Totale Spannung, Popcorn-Kino, großartig. Kurz für die, die es nicht gesehen haben, dieses Superteil. Aliens kommen auf die Erde, haben große Zähne und große Ohren und alles, was Geräusche macht, wird umgehend aufgegessen. Ja, klingt einfach, ist es auch, aber war mega spannend. Man erinnere sich nur, für die, die den Film gesehen haben, an die Szene Emily Blunt, die Frau von Regisseur John Krasinski, liegt hochschwanger mit Wehen in einer Badewanne und drumherum kriselt dieses Monster da herum und schnüffelt und sagt so, es riecht hier irgendwie nach Essen. Also mega spannend, mega spannend. Solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, bevor ihr Teil 2 im Kino sehen wollt. Gut, zu Teil 2. Der schließt ungefähr da an, wo der erste Teil auch aufgehört hat. John Krasinski wollte eigentlich gar nicht Regie führen, wurde aber dann doch überzeugt, dass es besser wäre, wenn er das tut. Und das tut er gut. Denn wie schon im ersten Teil, es gibt jede Menge Schock- und Gruseleffekte. Mega-Action. Der Film ist auch technisch wirklich absolut hochklassig produziert worden, lässt sich überhaupt nicht dran rumrütteln. Man könnte also meinen, A Quiet Place 2 ist ein unterhaltsamer Film. Ist er weitgehend auch, bis auf ein paar Sachen, die mich echt gestört haben und die möchte ich gerne loswerden. Das erste ist, warum laufen die Kinder barfuß? Ja, damit sie keinen Krach machen? Hey, alle, die Kinder kennen und haben halt eben und mal am Strand gewesen sind, wissen, wenn die barfuß am Strand laufen, halt eben Stein piekt rein, au, Monster kommt, frisst euch auf. Okay? Also Bullshit, muss man nicht machen. Kinder können auch Schuhe tragen und können auch dabei leise sein. Okay? Die zweite Sache, die mich so ein bisschen genervt hat, ist halt, warum greifen Menschen andere Menschen an? Ja? Okay, ich hau dem einen auf die 12, der sagt, aua, Monster kommt, frisst dich auf, erledigt. Das weiß man, wenn man gerade weltweit von solchen Fressmonstern angegriffen wird. Also finde ich ein überflüssiger Einfall. Wahrscheinlich ist das nur eingebaut worden, damit man da halt eben ein bisschen mehr Action hat. Aber tatsächlich würde doch kein Mensch machen, oder? So, die dritte Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es gibt da so eine völlig verschwurbelt, verklausulierte Radiobotschaft, die halt eben da die Menschen halt informieren soll. Anstatt einfach Klartext zu reden, sagt doch, was da Sache ist. Halt eben, die Monster sprechen nicht eure Sprache und sie können auch nicht verstehen. Sie wollen euch einfach nur essen und das ist auch in Ordnung so. Aber verschwurbelte Radiobotschaften macht keinen Sinn. Ja, okay, war nett gemeint, aber fand ich jetzt ziemlich, naja. Okay, es war jetzt auch nicht schlecht, aber naja, okay, ne? So, kommen wir zum Ende und da kommt eigentlich der eigentliche Knackpunkt. Das ist das, was ich wirklich ganz schlecht fand an diesem Film und das reißt die Note auch so ein bisschen runter. Nämlich das Ende ist kein Ende. Der Film endet im Nichts, hängt einfach in der Luft herum und schreit nach Teil 3. Und ganz ehrlich, das finde ich doof. Das finde ich doof. Weil es ist, ich gebe euch 10, 12, 15 Euro, um diesen Film zu gucken und ich möchte da rausgehen und sagen, ha, hab's verstanden. Nein, du gehst da raus und ärgerst dich und sagst, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich gebe euch ja jetzt nicht noch einen 15-Euro-Gutschein für die Kinopremiere 2023, wenn der zweite oder beziehungsweise dritte Teil überhaupt produziert wird. Ja, also bitteschön, macht einen Film, macht ihn zu Ende. Wenn ihr ein Buchautor wärt und ihr lasst so ein Ende offen, halt eben, seid ihr tot, ihr seid erledigt, keiner will mehr eure Bücher lesen, weil jeder weiß halt eben, hey, hier versucht man nochmal so richtig die Wurst rauszuquetschen. Ja? Lass das bitte. Finde ich doof. Mach den Film zu Ende. Gib dem ein gutes Ende. Und wenn es mir gefällt, gehe ich auch beim dritten Teil sicherlich nochmal rein. Aber dieses Hängenlassen mitten in der Luft, das sorgt für Frust. Und ich überlege mir echt, ob ich den dritten Teil überhaupt noch sehen will. Okay? Also lass das. Und deswegen, weil der Film halt eben so doof endet oder gar nicht endet, gebe ich dem Film einen Abzug. Und die Gesamtnote ist, geht so. So,
So, das war die Filmkritik für A Quiet Place 2. Geht ihn euch trotzdem mal angucken, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr vielleicht mal einen Kommentar dazu abgeben. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn es euch gefallen hat, mich zu abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich immer Nachrichten, halt, wenn es was Neues gibt. Und es wird viel Neues geben. Macht euch da mal gar keine schlechten Hoffnungen. Hier wird die Wahrheit gesagt über Filme. Bis zum nächsten Mal, euer Crank.